Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Benjofi Timo. Und zwar wollte ich heute mal einen Account zeigen, der wird einem Kumpel von mir. Und ja, der will den Account tauschen oder eventuell auch verkaufen. Und dann würde ich sagen, machen wir es wie folgt. Also ich werde der Mittelmann sein in dem Tausch bzw. Verkauf. Ja, für die nicht wissen, was ein Mittelmann ist. Mittelmann nimmt sowohl das Geld bzw. den Account als auch also die Daten von den beiden Accounts entgegen. Ja, und gibt sie dann sozusagen einen anderen weiter, also man muss einen abziehen. Ja, also wenn es nicht durch mich kommt, also wenn ich euch nicht abziehe, dann kann euch keiner abziehen. Also ziemlich sicheres Ding. Ich denke, ich habe mir mittlerweile einen relativ vertrauenswürdigen Ruf angeeignet. Dadurch, dass ich halt mit den Accounts, die man mir zum Review gibt, sehr gut umgehe und ja, da sogar nicht mal mehr Spot oder so rausnehme, weil ich es einfach drin lasse. Das ist eigentlich ja was ich mir so erarbeitet habe. Ja, zum Account. Account ist fast First LT, vierte Klasse, also ein guter Rang auf jeden Fall. Ja, es ist auf jeden Fall noch ein bisschen GP und ZP vorhanden. ZP kann man sich immer noch mal ein Pöbomet kaufen und GP, ja, auf jeden Fall eine gute Basis, um zu sparen. Ja, zu den Items, was haben wir da Besonderes? Zum Beispiel der Expanded Grenade Slot ist noch für über 3 Jahre vorhanden. Also man kann fast sagen permanent, finde ich persönlich, weil wer jetzt so in 3 Jahren noch CF spielt, also das ist so lange aushält das Spiel, der ist echt, ja, ein teuer CF-Spieler. Ja, Back 3 ist auch noch für einen halben Monat vorhanden. Back 4 leider nicht mehr so lange, aber dafür haben wir GP. Hypomates ist auch noch ganz gut da. Ja, und Namecards haben wir auch nochmal, die Global Plus Namecard für über ein Jahr. Gut. Dann zum Charakter. Charaktere haben wir alle 3 GP-Charaktere. Dann haben wir Spop, LA SWAT, Xeer und Navy Seal. Navy Seal übrigens der beste Char meiner Meinung nach. Ja, wir haben halt noch eine Smoke Protection, Flash Guard und ein EXP Clan Bag. Weapons haben wir nochmal eine Schaufel für 12 Tage. Alle viermal die Nade. Pistolen haben wir Anaconda ADV, Desert Eagle Camo, die Mateba, Goldene Desert Eagle und zweimal die normale Desert Eagle. So, zu den SMGs, Thompson ist vorhanden. Sniper haben wir eine AWM Gold. Und noch für fast einen Monat die AWM Camo. Dann gehen wir zu den Rifles. Da haben wir die M16 Scope Camo, AK-47 normal, AK Camo zweimal, AK Silver Sky Heavy Camo, Barrette AR-70, SG-552 Camo nochmal für Tage, goldene M4A1, M16, ist ja klar. Fünfmal die M16 A2, die M41 Normal, M41 Custom Crystal, M41 Custom, M41 Silver zweimal und nochmal die AUG A1 kam. Ich würde sagen, der Account ist so für Leute, die gerne Pack und CW spielen, so, ich sag mal jetzt mit so, ja, mit so normalen Waffen, so wie zum Beispiel der normalen M4, so, ich sag mal ESL-mäßig oder ESL angehaucht. Für die ist der Account auf jeden Fall gut, ist notfalls auch Silencer-Waffen für Ghost Mode vorhanden oder halt, falls der Gegner ebenfalls mit Silencer-Waffen kommt. Ja, also eigentlich ein ziemlich guter Account. Sieht vielleicht nicht so gut aus, aber wenn man mal überlegt, was da eigentlich so drin steckt, Goldene M4-1 ist vorhanden, Desert Eagle Gold ist vorhanden und AWM Gold, also da ist auf jeden Fall ja, ein gut gepflegter Account meiner Meinung nach. Ich habe gesagt, wer Interesse hat, der kann einfach mir eine persönliche Nachricht schreiben und dann sage ich das meinem Kollegen und dann können wir dann eine Uhrzeit oder so abmachen. Wollen wir uns auf dem Teamspeak treffen und den Tausch bzw. Verkauf. Ja, machen. Ja, postet am besten mal so eure Vorschläge, die ihr bieten wollt, zum Beispiel das Geld oder halt einen Account-Link oder so. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare posten, damit sich halt mein Kollege das auch durchlesen kann alles und dann sich vielleicht auch ein Angebot aussuchen kann. Ja, falls ihr auch irgendwie einen guten Account zu verkaufen oder zu vertauschen habt, könnt ihr mir gerne entweder halt ein Storage-Video schicken, dann lade ich das bei mir hoch, oder ihr gebt mir eure Account-Daten, ich stelle den Account so ein bisschen vor. Also, dass wir hier sozusagen so eine kleine Handlungsbasis irgendwie schaffen. Ja, und falls ihr nochmal einen Mittelmann braucht, also wenn ihr zum Beispiel einen Account kaufen oder verkaufen wollt oder tauschen wollt und ihr sucht noch jemanden, den ihr vertrauen könnt, also einen Mittelmann, falls ihr dem Gegenüber zum Beispiel nicht so wirklich vertraut, könnt ihr mir gerne Bescheid sagen. Ich mache für euch gerne den Mittelmann und ihr sorgt dafür, dass keiner von euch beiden abgezogen wird. Und sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, postet eure Vorschläge, falls ihr den Account haben wollt, und dann sage ich ciao.